So, wir sind jetzt live und ich schalte jetzt erstmal euch. Bitte schön, ihr seid zu sehen. Okay. Ja, dann werden wir loslegen. Dann werden wir jetzt loslegen. Herzlich willkommen bei Cheat TV. Ja, liebe Zuschauer von Cheat TV, machen Sie mit uns Ihre Arme, Ihre Sinne auf und begrüßen Sie mit uns Dr. Cheat Liuzzi. Er ist der Begründer von Cheat TV. Sein Leben, sein Lebenswerk, wenn wir es Ihnen als Julia und Carsten ganz kurz und prägnant beschreiben dürfen, verkörpert es unter anderem, ja, das ist ganz wichtig, Ermutigung. Sein Leben verkörpert die tiefe Aufforderung an jeden von uns. Lebe das, was du von innen her weißt. Traue dich. Lebe dein faszinierendes, wunderreiches Leben. Entdecke es. Du alleine hast deinen Schlüssel in der Hand. Und vielleicht magst du es, dass ich es für dich sanft eröffnen darf. Ja, liebe Zuschauer, also diese Worte, diese Gedanken charakterisieren Cheat. Und ich möchte vorweg sagen, wenn Sie neu zugeschaltet sind hier in Cheat TV, so werden Sie feststellen, wenn Sie vielleicht irgendwann nochmal reinklicken, dass die Sendungen verschieden sind. Das heißt, dass also ganz verschiedene Darsteller da sind. Und das Besondere an Cheat TV ist, dass es live ist. Und Sie müssen sich das so vorstellen, Sie sitzen vor einer Kamera und fühlen live, sprechen live und handeln live. Ja. Und das ist das Besondere. Und das vergisst man. Das vergisst man, wenn man einfach durch die Kanäle klickt, sondern versetzen Sie sich einfach in die Situation auch derer, die hinter der Kamera wirken. Und das ist, so möchte ich sagen, das Lebenswerk, was Cheat in das Leben gerufen hat. Und wir wollen Carsten ein bisschen mit ihm plaudern, ja, wie das alles so in dem Entstehen war. Willst du die erste Frage an Cheat stellen? Ja, das tue ich natürlich ganz gerne, Cheat. Also wir haben da natürlich ein bisschen was vorbereitet. Und die erste Frage, die ich gerne an dich richten möchte, wäre: Cheat, du bist in Italien geboren oder man könnte vielleicht auch sagen inkarniert. Ich weiß jetzt nicht, was dir lieber ist, wenn du lieber wählen möchtest. Also Cheat, bist du eher in Italien geboren oder inkarniert oder beides? Das würde mich interessieren, wie du darüber denkst. Ja, erstmal vielen Dank für die Ehre. Ist wunderschön, wie ihr das macht. Ich fühle mich wertgeschätzt. Dankeschön, es berührt mich. Und freue mich auf die Art, wie er das macht. Die Frage hat mich natürlich noch niemand, habe ich mir noch nie gestellt. Und ich denke, dass das, das Wesentliche ist für mich, für das, was meine Seele gebraucht hat, die Eltern, die ich bekommen habe, die ich mir ausgesucht hatte und für den Auftrag, den ich gefühlt habe als Seele, dass das das Wesentliche ist. Und darauf hat sich dann einfach auch der Ort und den Rest auch danach gerichtet. Ne? Also Italien. Ja. Ja. So, dass das wo das... Genau, magst du den Ort sagen, Cheat? In Apulien, das ist am Absatz Italien. Das ist, waren griechische Kolonien, also ein Teil der Magna Graecia, so dass man die, die Einflüsse der griechischen Wissenschaftler und vor allem auch von Pythagoras, was mich Pythagoras kann ich sehr gut fühlen, der ist auch aus unserer Gegend. Warum ist das jetzt für dich wichtig, dieser Mann? Warum ist das jetzt, oder sage ich jetzt mal, warum ist das jetzt wichtig für dich? Was fühlst du daran? Was ist für dich die Herausforderung vielleicht? Mhm. Es ist schön, dass durch eure Frage das jetzt herausgekommen ist, ne? Durch eure Art von Aufmerksamkeit. Und die letzte Zeit habe ich immer das Gefühl,
dass wir die neue Wissenschaft sind und dass die Wissenschaft schon für unsere Kultur hauptsächlich in Griechenland entstanden ist und dass von Griechenland nach Italien gekommen ist. Also die große, ob es Philosophie, Geometrie, Mathematik, mehr die Araber, aber viel einfach auch von Pythagoras aus, dass die Seele, die Grundlage unserer westlichen Kultur in diese Wissenschaften entstanden ist. Und mein Ort verknüpft an diese Wissenschaften. Und ich liebe... Ja, danke, das ist interessant. Ja, wir haben... was du jetzt gesagt hast mit den Wissenschaften, wollte ich dir etwas zum Schluss diese Frage stellen. Und zwar, vielleicht kann ich sie etwas jetzt doch so zwischen hinein formulieren. Mach das. Cheat TV, wir sprechen ja noch ein bisschen über den Verlauf von A nach B. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich steche also jetzt mitten rein, weil ich jetzt nicht mit dieser Antwort gerechnet habe. GTV ist für mich, Carsten, ich weiß nicht, wie du das siehst, für mich ein ganz modernes, neues Medium. Das heißt, die Zuschauer sind sich vielleicht noch gar nicht so im Klaren, wenn sie einfach durchklicken und schauen, was ist da heute im Programm oder wer spricht, sondern wenn ich es so formulieren kann, jeder, der in GTV sendet, spürt deinen Geist, sage ich, deinen Geist, der vorgibt, wir sind tolerant, wir fühlen uns in den anderen ein, was er sagt, was er denkt, vielleicht auch, was er fühlt, ihr macht ja sehr viel mit Gefühlen auch, und wir lernen voneinander. Das ist der Standardsatz. Ne? Also wenn man Cheat manchmal live in München sieht, wir wohnen ja in der Nähe von München, in Prien am Chiemsee, dann ist für Cheat es ganz wichtig, dass wir voneinander lernen. Das ist nicht mit der Schule zu vergleichen, sondern einfach die Entwicklung. Und wie gesagt, ich habe da jetzt mitten rein gestochen, aber es passt jetzt einfach zu deiner Antwort, Cheat. Ich habe nur, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Natürlich, mach mal. Was mich so begeistert ist, dass du so ein Deutsch drauf hast, also dass du richtig, Ja, das ist schon fast eine eigene deutsche Sprache, die du da sprichst. Ne? Das hat so sehr ich würde fast sagen, eine philosophische Sprache, die du da entwickelt hast. Und ich finde das also fantastisch für jemand, der also nicht in Deutschland geboren ist, sondern man muss es halt einfach so sagen, dass du so ein tolles philosophisches Deutsch sprichst. Wie hast du dir das angeeignet? Oder hast du da eine Philosophie selber entwickelt? Magst du uns was dazu sagen? Gerne. Danke für die nochmal wunderbare Frage. Wusste ich nicht, dass ich eine eigene... Danke für die Spiegelung. Ja, ich habe wirklich die letzte Zeit gedacht, eine Sprachwissenschaftlerin angehört, die gesagt hat, man sollte die Grammatik verhindert die Weiterentwicklung der Sprache. Ne? Weil wenn Gesetze da sind, dann stirbt eine Sprache. Und ich liebe es, alles, was mich ausmacht, besteht aus das, was ich von meinen Freunden gelernt habe, aufgrund meiner inneren Haltung, alles, was ich sehe, irgendwie zu bewundern, irgendwie zu schauen, wie weise der andere ist. Ich schaue immer durch, also ich schaue oft nicht mit meinem Verstand. Und das heißt, mein Wortschatz, alles, was ich sage, habe ich immer in den Seminaren oder in den Vorträgen, immer da, wo ein Kreis entstanden ist, wo sich diese Erfahrungsebene so multipliziert ist, dass mich etwas berührt hat. Und
Und das habe ich, ich habe natürlich Seminare überall, Italien, Belgien, Frankreich, USA, Slowenien und so weiter gegeben. Ist natürlich auch international geprägt. Und ich versuche einfach auszudrücken, was diese Erfahrungen ausmacht. Und bewusst Ja, das war mir spürt das man. nicht. Jeet, das heißt, du hast also die Sprache aktiv gelebt, belebt und umgesetzt. Jetzt habe ich dazu noch eine Frage. Hast du nie einen Sprachkurs gemacht in Deutsch? Nein, nein. Oh. Wie lange sprichst du schon Deutsch, die Sprache? Wahrscheinlich ein. Ja, schon Jahrzehnte. Ich bin eigentlich auch in Italien auch Professor für Italienisch gewesen. Ne? Eben, das heißt, aber eben, ich habe nie die Gelegenheit oder ich habe nie den Wunsch gehabt oder die Zeit gehabt, jetzt so schulisch es zu lernen. Ne? Ja. Ja. Ja, Faszinierend. das ist faszinierend. Du kennst dich ja mit Sprachen aus, weil du Ja. ja auch in fremden Ländern gelebt hast, Ja, Carsten, ne? etwas schon, aber nein, ich finde es faszinierend. Du bist dann ja richtig, man möchte fast sagen, Multikulti. Also wahrscheinlich liebst du es auch, dich mit Sprachen zu beschäftigen. Also so hätte ich jedenfalls das Gefühl, dass du ein Mensch bist, der sich sehr mit Sprachen auseinandergesetzt hast und es auch liebt, in diesen Sprachen mit den Menschen zu kommunizieren. Ist das richtig? Ja, vor allem, weil in bestimmten Situationen, ich kann Französisch, Italienisch sowieso gut, aber zum Beispiel Spanisch kann ich nicht so gut oder in bestimmten Situationen, wo die Atmosphäre richtig klar war, richtig warm war, da konnte ich plötzlich fließend auch so gut wie es ging Spanisch. Und das Gleiche war auch mit Englisch, war ich immer unsicher. Ich wollte immer Dolmetscher haben. Aber oft in Situationen, in Los Angeles zum Beispiel, habe ich einen Kurs in BrainGym International gegeben über Intuition, in Seattle auch. Und habe ich gesehen, wo es warm war, plötzlich konnte ich fließend, so fließend natürlich mit Hilfswörtern, Englisch sprechen auf der Seminarebene. Und das heißt, Sprachen lernen bedeutet für mich, eine Situation zu haben, wo es warm ist, wo es liebevoll ist und wo die Schwingungen irgendwie stimmen. Und Ja, das kann. ja, und das war auch mit Französisch so, ja. Und ich liebe es, ja. Du hast schon angesprochen, dass du verschiedene Seminare auf dem Erdball verteilt hast. Da möchte ich jetzt noch nicht ganz hin. Es ist aber ein Teil meiner Frage. Ja, also schon wieder etwas vorweggenommen. Bleiben wir bitte noch bei dir, beim Kindsein, dass du selbst dich noch einmal in dich hineinversetzt als Kind. Was mich interessiert und was mich selbst auch beschäftigt, ist, wenn ich mir selber die Frage stelle, welcher immer sich wiederholende Kindergedanke oder Gedanken zeigen sich in deiner Kindheit einmal? Was war also immer der Kindergedanke, der vorwiegend in deiner Kindheit da war? Weißt du das? Kannst du dich da erinnern? Gab es da Gedanken, die dich getragen haben? Ja. Oder etwas, was du sagst, das charakterisiert meine Kindheit? Also diese Gedanken habe ich oft gehabt als Kind. Ja, brauche ich ein bisschen. Ich gehe jetzt rein, ich fühle mal. Ja, natürlich, klar. Du fragst mich jetzt was. Danke für die Frage. Eben das, was ich vorhin gesagt habe, egal was ich gemacht Ja. habe, ich habe irgendwie immer alles bewundert. Also ich nenne es jetzt bewundert. Das heißt, bin ich immer irgendwie mit staunenden Augen gegangen. Als extremer Beispiel,
wenn ich habe Philosophie auch gehabt, ne? Jeder Philosoph, den ich gerade studiert habe, war für mich, der ist richtig. Ne? Dann kam noch einer, wow, der ist richtig. Also, dass ich alles, was mich diese Augen der Bewunderung, der Staunen für alles, was ist. Und mit liebevollen Augen, ja. Das glaube ich, aber wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich so, dass ich das so sehe. Ich wusste das nicht. Ne? Hast du denn ein kleines Bild, was du einblenden kannst, wie man dich als Kind vielleicht sich vorstellen kann? Gerne. Wenn du das möchtest. Gerne. Habe ich schon vorbereitet. Ich muss jetzt kurz technisch. Also ich habe mich schon gewundert, als ich das Bild, habe ich das kurz geschnitten. So, jetzt wird es eingeblendet, bei euch dauert ein paar Sekunden. Ich habe mich gewundert auf meinen Blick, den hatte ich noch nie gesehen. Das Foto habe ich ja seit Jahrzehnten. Ne? Ja. Seit Jahrzehnten, ja. Ja, klar. 60 Jahre. Muss ich gucken, ob ich es erkennen kann. Muss ich die Brille aufsetzen? Habe ich das Bild ausgesucht? Ne? Das hattest du ausgesucht, ne? Ja, ich sehe es aber jetzt nicht. Ja, das ist ein bisschen schwierig hier bei uns am Schirm, aber ich denke mal, dass die anderen es sehen werden. Unsere Zuschauer sehen es? Entzückend, da hat er schon die Locken, ne? Wie alt warst du da, Cheat? Ungefähr 7 oder 5 oder jünger? Weißt du nicht, ne? Ich weiß es nicht. Na, ich würde. Fällt auf, dass es ein sehr waches Kind ist, ja, dass es also schaut, wie du eben sagst, ich bewundere, ich schaue in die Welt, ich schaue sie mir an, ich gucke. Ne? Ja. Und jetzt interessiert mich, wenn du das so zusammengefasst hast, wie du als Kind gedacht hast, also was dir jetzt noch haften geblieben ist, was hat sich für dich als Erwachsener verändert? Ist es gleich geblieben, dass du die gleichen Gedanken als Erwachsener hast, nur reifer, fortgeschrittener? Oder gibt es da Zusammenhänge? Das wäre interessant zu wissen, ob du jetzt da einen Zusammenhang herstellen kannst. Du hast ja gesagt, dass du die Welt bewundert hast als Kind. Und ja, vielleicht hast du da etwas in das Erwachsensein, ich würde mal so sagen, herüberretten können. Nein. Ist es so? Ja, die Antwort kam jetzt ziemlich schnell. Eigentlich hat sich nichts verändert in der Essenz. Ja. Siehst du? Ja. Genau. Das wusste ich nicht. Ich, ja. Wir fragen dich ja auch. Ne? Ich glaube, Tiet, dass du die Kindergedanken des wachsamen Anschauens, des Durchschauens, des Beobachtens, des positiven neuen Anschauens jetzt in deiner Lebensaufgabe mitgenommen hast und dass du das mit GTV wirklich den Zuschauern vermitteln willst. Hängt natürlich davon ab, ob die Zuschauer es aufnehmen können, ja, inwieweit sie es verwerten, aber das ist in zweierlei Situationen, sondern das Wichtigste ist, dass du als Person, du als Cheat? Als Cheat, ja. In deiner Person, dass du das Menschen zeigst. Dass du Menschen zeigst, so ist das, was ich empfinde, dass du sagst, schau hin, schau in das Gute, was gibt es noch mehr zu entdecken? Du guckst alles Mögliche an. Ja? Und das vermittelst du hier in GTV, also seit wir Cheat kennen. Ja, ich finde das auch so. Wir kennen natürlich jetzt nicht, doch nicht, also deshalb fragen wir dich ja auch hier, was hat dich bewogen, welche initialzündende Gedanke hattest du, wo du sagst, so jetzt muss ich in den Beruf, studiere ich, gehe ich einer Lehre nach? Was hast du gemacht, als du mit der Kindheit, mit der Schule fertig warst? Wo hat es dich hin
hinbewegt. Hingezogen, ja. Was hat dich fasziniert? Wie ist deine Entwicklung gegangen? Hast du gleich studiert oder hast du irgendwo vielleicht erst was anderes angeschaut? Ja. Wie ist dir der Gedanke gekommen oder wie ist das entstanden? Soweit ich weiß, hast du ja Soziologie und Politologie studiert. Mhm. Und alles. Wer jetzt darauf gekommen ist, das hat mich interessiert. Ja, nein, wie sein Gang ist, was er getan hat, was er gemacht hat. Was ihn dahin geführt hat, genau. Naja, erstmal, meine Mutter war Beamtin, Postbeamtin. Und kam schon ein Satz, dass ich für mich sorgen sollte. Ne? Mhm. Und für mich war wichtig, nach dem Beobachten alle möglichen Erfahrungen zu machen. Also ich habe ein bisschen alles gesehen, gelernt und gemacht. Und ich denke, dass die Vorbereitung für das, was ich studiert habe, war alles eine Vorbereitung. So, ich musste in alle Bereiche, in viele lebende Bereiche mich auskennen. Und deswegen habe ich dann einfach, ich bin Lehrer. Ich habe zeitgleich immer zwei, drei Sachen gemacht, Soziologie und Politologie in Mailand. Und das habe ich gebraucht natürlich für meine Karriere als Beamter im Außenministerium. Stopp, das geht zu schnell. Ja. Wir müssen dir folgen. Ja. Ja, sonst geht es unter, das möchte ich nicht, sondern ich möchte es genau wissen. Das heißt, du warst erst Lehrer, du hast also richtig Lehramt studiert. Ja. Das heißt, du hast auch Kinder unterrichtet. Ja. Wie alt waren die Kinder, in welcher Klasse oder wie jung waren die Kinder? Ja, ich hatte Kinder von alle Klassen und alle Schulrichtungen. Für italienische Kinder aus Sonderschule, Gymnasium, alle. Von alle Klassen, die hatte ich alle in eins oder zwei oder drei unterschiedliche Gruppen. Warum ging das in Italien? Waren da Lehrermangel oder warum ging das? Nein, das habe ich hier in Deutschland. Ja. Ich war konsularischer Beamter, das heißt, ich habe als Soziologie gebraucht, Politologie und dazu hatte ich auch war ich eben auch Lehrer und dann habe ich als Beamter des Außenministeriums in Schulwesen gearbeitet mit Aufgabe des Lehrer, des Soziologe und des Politologe in einem. Also ich war verantwortlich als für das italienische Staat, für den Schulerfolg der italienischen Kinder. Und in diesem Kontext habe ich sie auch unterrichtet, habe ich sie von Sonderschule gerettet und habe ich sie einfach auch begleitet, dass sie den Weg zur Integration, zur Identität, Entwicklung und Erweiterung begleitet. Cheat. Wie viele Jahre hast du damit verbracht? Gesammelt? 23 Jahre. Oh mein, da hast du einen großen. Das übersteigt meine Vorstellungskraft, weil ja du ja noch ein bewegtes Leben dahinter hattest. Ja? Ich hab jetzt den zarten Anfang vermutet, Cheat. Ja? Das ist schon fast 23 Jahre. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht 5 Jahre. Aber das ist eine tolle Zeit, Kinder zu studieren. Darf ich dich fragen, kurz auf einen Nenner gebracht, was ist wichtig? Was würdest du heute den Lehrern, den Pädagogen, die hoffentlich heute zuschauen, alle Schichten sollen bitte zuschauen, was würdest du den Lehrern raten, wie sich Kinder entwickeln? Hier in Deutschland haben wir in manchen Schulen es ziemlich streng, das heißt, die Lehrpläne sind sehr eng, sind mit Materialien zugestopft, wo also die Theorie sich mit Saltos und Flickflacks hin und her ankündigt. Mhm. Wie denkst du darüber? Hast du das in Italien auch
gemacht oder hast du eine ganz andere plötzliche Methode gehabt, weil du sagtest, du hast die Kinder von der Sonderschule oder bewahrt, dass du sie gerettet hast. Du musst ja irgendwie dann eine ganz andere Methode entwickelt haben. Darf ich das wissen? Okay, danke, dass du mich darauf bringst. Ich wäre ohne deine Frage nicht darauf gekommen. Ich kann wirklich das Wesentliche für Pädagogen sagen, die können alles genauso machen, wie sie es jetzt machen. Es kommt aber auf die innere Haltung, mit dem sie das machen, was zu beobachten und zu pflegen. Also die innere Pflege, wie ich im Unterricht gehe und wie ich die Kinder begegne, und das ist die Essenz. Ich mache als Beispiel, natürlich war ich auch im Internat und so, ich war sehr ernst, und dann habe ich 9 Monate lang die Lachmeditation gemacht. Das war sehr schwierig, weiter zu lachen, in schwierigste Verhältnisse. Und ich habe gesehen, ich konnte den normalen Doofenunterricht machen, aber um mich herum haben die Kinder gelacht. Oder die hatten, sogar der Hausmeister, sogar die Wände. Also dann habe ich irgendwie das Geheimnis entdeckt, egal wo man ist, egal in welche schwierige Situation man ist, die innere Haltung, mit der man die Sachen macht, ist die größte Revolution. Und da haben wir eine immense Freiheit, unentdeckte Ebenen, die uns vielleicht nicht bewusst sind. Und das ist das, was die Kinder dann mitbekommen, die innere Haltung, mit der man zum Beispiel sie füttert oder unterrichtet oder anschaut, oder also die Pflege der inneren Haltung und der inneren Absicht. Darf ich das so für mich zusammenfassen, dass das so kam es zu mir rüber? Es sind ja sehr viele Elemente. Ich glaube, darüber sollte man vielleicht sogar ein Buch schreiben oder vielleicht auch mehrere Sendungen machen. Mhm. Auch diskutieren mit Lehrern, das wäre jetzt mein spontaner Impuls. Das ist eben Cheat Life. Ja. Ja. Wichtig, ja. Weil es einfach Mangel ist, die Haltung, die innere Haltung, wie begegne ich einem Kind oder wie begegne ich sogar einem Mitmenschen. Ich öffne mich und gehe in meiner positiven Art auf ihn ein. Ja, ich erleichtere ihm die Situation durch ein Lachen. Also da könnten wir jetzt, glaube ich, ganze Woche da sitzen, um Beispiele finden. Ich finde es, muss ich sagen, auf der einen Seite sehr schade, Cheat, dass du für die Schule im Moment nicht so verfügbar bist. Also das ist vielleicht eine Situation, die, ich würde mal so für mich jetzt sprechen. Wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen mehr Pädagogen, die lieb einfach sind. Lieb meine ich mit zart sein, mit offen sein und das Kind als solches aufzunehmen, wie es ist, und in seinem Ist-Zustand stärken, wohin es gehen möchte, beziehungsweise wo die Tendenz ist. Also meine Erfahrung, du bist ja auch Vater von mehreren Kindern und zu dir kommen ja auch in deine Praxis jetzt Kinder. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das ähnlich, und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, Jeet. Ich finde es so faszinierend, wenn ein Pädagoge die Fähigkeit hat, die Talente, die ganz eigenen Talente, die individuellen Talente des entsprechenden Kindes anzusprechen und die auch, sagen wir mal, zum Vorschein zu bringen. Hast du da spezielle Erfahrungen gemacht? Ja, zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, was ich letzte Woche erlebt habe. Eine Freundin sagte, mein Kind oder so ist schlecht in der Schule und hat Probleme. Ich habe das Kind gesehen und der spielt mit irgendwelchen doofen Monster, ne? Dann habe ich diese Figuren genommen, ne? Das sind unterschiedliche Monsterwesen, Wasser, Feuerwesen, Erdwesen und so weiter, ne?
Und ich habe das Kind gefragt, Mensch, schön, was für Wesen sind das? Welche Wesenheiten von diese deine würdest du für mich jetzt, in welche passe ich? Ne? Und er hat mir gesagt, sofort, welche Art, welche Farbe ich habe, welche Monstertyp ich bin. Und plötzlich im Familiensystem wollten alle wissen, welche inneren Monster entsprechend sein Schema, was er sich mit einem Spiel aufgebaut hatte. Und er war natürlich glücklich und plötzlich Freunde und Vater, die wollten alle von der Weisheit dieses Kindes wissen. Und das hat ihm natürlich die Tür und Toren geöffnet, dass er das unterrichten kann. Und das war genial, was er gesagt hat. Er konnte jedem zuordnen, in welche Fähigkeit, welche Farbe, das war so, der ist plötzlich aufgeblüht. Und deswegen für mich im pädagogischen Bereich die Kompetenz zu erkennen, wo die Meisterschaft jedes Kind ist, so, und es anzusprechen und Raum zu geben, öffnet für immer das Feld und öffnet für immer die Bereitschaft, dann von anderen zu lernen. Also wenn ich vom Kind lernen kann und ihm die Situation Tür und Tor öffne, dann ist er auch bereit, von mir zu lernen. Und ich muss dem Beispiel geben und die Kompetenz entwickeln als Pädagoge, wenn ich ein Kind sehe, zu erkennen, welche Kunst er kann, welche Wissenschaft er schon mitbringt, welche soziale, welche farbliche, bildliche Kompetenz er hat. Wenn ich das beweise, dann habe ich das Recht, dass er mir zuhören kann und von mir lernen kann. Vorher nicht. Cheat, ich habe mir jetzt tatsächlich Notizen gemacht, was du jetzt erzählt hast. Das ist so interessant, also es berührt mich. Die Meisterschaft des Kindes. Man muss sich mal das vorstellen. Also ein Deutscher würde nicht jetzt hergehen und sagen, die Meisterschaft des Kindes. Aber die Meisterschaft des Kindes umschreibt ganz genau, ganz klar, dass jedes Kind ein eigenes, wundervolles Lebepotenzial hat und dass es innerlich aus seinem Unterbewussten, aus seinem Intuitiven, aus seinem übergeordneten Bereich die Situation erfasst, wenn es einen guten Lehrer hat. Und dann natürlich, du sagst, das habe ich mir auch aufgeschrieben, öffnet dem Kind Tor und Tür, sodass das dann in sein Ziel sicher hineingeht. Das ist das eine, was ich mir aufgeschrieben habe. Cheat, wie siehst du autistische Kinder? Wenn ich dazu meine Überlegung jetzt sage, ist, dass der Autismus in Deutschland noch nicht sehr, sehr erforscht ist. Das ist auch in England so. Wir haben uns also mit Van Perrins, Harris Cuppert im letzten Interview unterhalten. Seine Frau widmet sich, glaube ich, sehr den autistischen Kindern. Ist das so, wie ich das so verstanden habe, Carsten? Ja, seine Frau ist also auch mit autistischen Kindern beschäftigt. Ja, und da wollte ich jetzt den Bogen nochmal machen, Cheat. Es gibt also sehr wenig Wissen darüber. Was ich jetzt beobachtet habe in meinem Umkreis und Umfeld, ist, dass die autistischen Kinder große Antennen haben, weite Antennen haben, in ganz anderen Dimensionen leben, erfahren, fühlen und sich in einer anderen Sprache, in einer anderen Welt zurechtfinden. Die Kunst ist es, von diesen autistischen Kindern, manche kommen in die Realität wieder, manche driften mehr in diese anderen Welten ab. Hast du für dich in deiner Pädagogik dafür ein Satz oder ein Statement, was du uns kurz über Autismus vielleicht sagen kannst? Ja, deine Erfahrung, die du da gesammelt hast. Schön. Also, das, was wir Schule nennen, Sprache und Schrift, ist und soll das Resultat von Erfahrungen sein. Das heißt, jeder hat eine andere, ich würde nicht Fächer in der Schule machen, sondern Kommunikationsformen unterrichten. Und einige Kinder kommunizieren im
in der Stille und die Kinder zu unterrichten, zu hören, was in der Stille gesagt wird. Andere Kinder kommunizieren mit Filmen, mit Fantasiesequenzen, mit Märchen oder mit Farben. Das heißt, wenn wir den Unterricht umgestalten, wo jedes Kind aus seiner Sicht unterrichten darf, wird dann Sprache und Schrift nicht die Rolle haben, die jetzt hat, sondern nur dafür benutzt werden, um Erfahrungen im Bereich Intelligenz aufzuschreiben und auszudrücken. Also, das heißt, die Kommunikation wird nur zu 3%, 5% auf der sprachliche und schriftliche Form und 95% der kommunikative Intelligenz sollte in andere Formen geschehen. Dann sind die autistischen Kinder, werden sie natürlich, oder Behinderte oder egal, dann wird nicht mehr Sprache und Schrift dominieren, sondern Intelligenz, individuelle Intelligenz dominieren, weil die anderen Kinder werden natürlich auch die Fähigkeit entwickeln, über Farben, über Geschichten, über Bewegungen, deswegen ist Brain Gym International in Los Angeles, über Bewegungen, da lernen sie über Bewegungen. Das ist eine Foundation, die sagt, Bewegung, wie kann man Bewegung in der Schule mit einbringen, damit Schrift und Sprache die Erfahrung ausdrückt von das, was in Bewegungserfahrungen geschehen ist. Also die untergeordnete Rolle von Schrift und Sprache sollte nur Erfahrungen, die man am Tag gehabt hat, ausdrücken. Tut man das nicht, ist Missbrauch von Schrift und Sprache. Also die autistischen Kinder oder alle anderen Kinder, die nicht mit Sprache und Schrift kommunizieren, sollen die Würde bekommen, die sie haben, denn sie sind im Dienste und sie haben eine außerordentliche Intelligenz, die wir nicht in der Lage sind zu verstehen. Und unsere Aufgabe ist, jedem seine Intelligenz den Raum zu bieten, demokratisch, dass ein autistisches Kind die Möglichkeit hat, uns zu unterrichten, für das, was er kann. Ich merke, dass du sprudelst, wie eine wundervolle Quelle. Ich glaube, dass wir zu dem Thema Autistik eine Zusatzsendung machen und dass wir generell vielleicht die Kinder etwas besser oder intensiver beleuchten. Was mich nun interessiert ist, wir sagten ja, du gehst von A nach B. Wir waren in der Kindheit, dein Gedanke, der dich beflügelt hat, alles neu zu sehen oder besonders zu sehen, intensiv zu sehen, was sich heute im Erwachsenenalter fortgesetzt hat durch deine, ja, ich sage jetzt auch Popularität in den Seminaren, die also überall auf dem Erdteil stattfanden. Ich gehe gleich darauf ein. Als du mit dem Lehramt für dich abgeschlossen hast, wo du sagst, so, ich gehe jetzt in eine andere Richtung, was mich weiter interessiert, welche Station hat sich nach der Schule angeschlossen bei dir? Wo bist du dann hingelandet? Wo bist du dahin? Ja, vor allen Dingen, was interessant wäre, auch zu wissen, warum du mit dem Schuldienst dann letztendlich, sagen wir mal, aufgehört hast, beziehungsweise ihm vielleicht den Rücken zugewandt hast. Ja, während der Schulzeit, weil es schwierig war, habe ich ein großes Meditationszentrum aufgebaut. Die meisten hatten ihren Beruf gelassen und ich hatte die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit, Zentren zu gründen und zu gestalten. Ich habe den Luxus gehabt, anstatt das Geld für mich auszugeben, ich habe sehr viel verdient im Auslandsdienst, habe ich
alles das für das immense Reichtum ausgegeben während meiner Beamterzeit, dass in meinem Haus ein Institut, eine Kommune, ein Forschungszentrum, waren drei Häuser, vier Häuser. Das heißt, schon während der Beamterzeit habe ich täglich geforscht, mindestens 4 bis 7 Stunden täglich meditiert. Es hat davor angefangen. Ne? Und ich hatte die Zeit zu meditieren, obwohl ich voll und eben ein großes Institut zu gründen und voll natürlich luxuriös zu machen, schön, wunderbar. Und das heißt, war für mich die Brücke nicht so schwierig. Und ich habe nicht aufgehört mit Beamter. Ich bin im Auslandsdienst, musste ich entscheiden, zurück nach Italien oder Pensionierung. Ich bin pensionierter Beamter. Für mich war wichtig, für meine verrückte Arbeit, mehrere Abschlüsse, Großhausbesitzer mit Doktor, Diplomat und. Also diese ganze, der Hintergrund hat mir natürlich eine immense, im Bürgertum eine immense Autorität gegeben, besonders in der Gründung der Seminar und Kommune. Und war ich natürlich, und Beamter, und also ich war jemand, der mit den Füßen auf dem Boden ist. Chief, was hat dich beflügelt? Also ich staune jetzt darüber, weil die Seite kenne ich ja nicht. Deshalb wollten wir auch das Interview machen, um genau diese verborgenen Schätze auch anzuschauen. Ja? Mich interessiert, wie bist du auf die Meditation gekommen? Was hat dich da in deinem Forschungszentrum interessiert? Also ich habe immer eins nacheinander wirklich alles durchgemacht, von Theater, Gewerkschaft, Politik. Ich habe alles gemacht, was notwendig war, in ständige Aktivitäten. Als ich studiert habe, habe ich nachts gearbeitet, Taxi gefahren und noch studiert und noch die Frenet-Bewegung geleitet und noch Gewerkschaft, alles nebeneinander gemacht. Und das heißt, war ich immer, und dann habe ich die Energie von Osho gesehen. Ne? Und das war für mich klar, dass es jetzt sich ausbreitet über den Erdball. Und habe ich sofort Kontakt aufgenommen und mich geöffnet für diese Welt, was ich irgendwie, denke ich, schon kannte, ne? Schon gefühlt habe. Ne? In Millionen Jahren. Hier wird im Chat geschrieben, soll ich schauen? Oder Sabine, kannst du schauen? Was da? Ich guck schon ab und zu in den Chat, wenn der also auf dem Bildschirm ist, ob da Fragen sind. Aber im Moment sehe ich keine außergewöhnlichen Fragen. Okay, wäre für mich gerne, dass ich jetzt nicht schauen muss, dass ich entspannt hier mit euch sein kann. Der Chat ist ja rechts, ne? Also, ja, ich beobachte ihn schon. Ich wundere mich nur, dass die Menschen nicht im Text mitgehen, sondern eigenartige Fragen stellen, die vielleicht nicht ganz so zum Thema betreffend sind. Mhm. Also deshalb antworte ich da jetzt auch nicht drauf, weil deine Geschichte im Moment viel zu interessant ist und viel zu wichtig ist. Und bitte beim Thema bleiben. Du hast also jetzt gerade gesagt, du hast dieses Forschungszentrum ins Leben gerufen damals, weil es dich interessiert hat, weil du gefühlt hast, weil du gespürt hast, es geht um den Erdball und du möchtest da also dich vertiefen drin. Ist das so? Ja, immer das. Inspiriert. Ja. Immer das Beste haben. Mhm. Luxus, okay. Luxus pur. Meditation war für mich. Was verstehst du unter Luxus? Ein Bentley, ein Jaguar oder was?
verstehst du unter Luxus? Ich glaube, Jeet versteht unter Luxus, ja, wenn ich das einflechten darf, Jeet, du wolltest dich einfach entwickeln und du wolltest forschen. Ne? Du wolltest das, war das dein Anspruch oder deine Empfindung von Luxus? Stimmt das oder sehe ich das jetzt falsch? Naja, ich habe... Du wolltest den Menschen auch was geben, du wolltest die Entwicklung fördern. Und ich glaube, dass das so ein bisschen in dieser Linie lag. Kann das sein? Naja, Luxus pur bedeutet, ich habe nicht ein Riesenhaus oder zwei Häuser für mich gehabt mit 15 Zimmer oder sowas, sondern hatte ich ein Zimmer, aber dafür, ich konnte die Stille erfahren, diese immense, unendliches Glück, was in uns ist durch Meditation, wo wir ermächtigt sind, wo wir ewig sind. In meinem Haus waren die großen Künstler wie Miten und Premal, Milarepa ein und aus, die Universitätsprofessoren, die japanische sowohl Maler wie auch Kalligrafiemeister. Also, und das heißt, ich war wie ein König. Also ich glaube nicht, dass ein römischer Kaiser mehr Luxus gehabt hat als ich, weil er war mit der Macht behaftet und ich war frei. Ne? Und all diese Sachen ist für mich Luxus. Was will man mehr? Wenn man gegessen hat, ein Dach über den Kopf hat und drumherum Götter. Okay. Jeet, weil du ein Jeet TV bist, wo die Zuschauer gerne auch live Fragen stellen dürfen, kommt jetzt mal eine Frage von Anastasia. Könnte Jeet noch über seine Zeit bei Kanal Telemedial erzählen? Zeit bei Kanal Telemedial. Medial, ich kann nicht so gut lesen, erzählen, weil ich die Brille nicht so weit schaue. Ja, lass es mich doch lesen. Was kannst du da sagen? Das möchte Anastasia wissen. Ja. Das ist auch das Besondere. Darf ich noch aussprechen? Das ist das Besondere, liebe Zuschauer, dass Sie live mit aktiv an der Sendung daran teilnehmen können. Ich sage das deshalb, weil wir vielleicht auch Zuschauer haben, die heute zum ersten Mal einschalten, vielleicht auch von den großen Medien dabei sind, wo eben das Programm etwas anders gestaltet ist, sondern hier erleben Sie ein Fernsehen, was live, aktiv und mit Jeet TV, ich kann es so sagen, mit Gefühl, mit Liebe und mit Sorgfalt entsteht. Und auch eben, ausprobieren. Und lebendiges Fernsehen und wie der Jeet es immer sagt, echtes Fernfühlen. Ne? Mhm. Also wir kommen jetzt zu Anastasia. Könnte Jeet noch über seine Zeit bei Kanal Telemedial erzählen? Also, bitte. Also ich hatte davor schon Seminare und Vorträge weltweit gegeben und ich habe so wie jetzt für diese Kinder, wo du angesprochen hast, ich habe ständig gesehen, die autistischen Kinder, dass jeder immense Kompetenzen hat. Und dass die Leute fixiert waren auf die normalen Berufe. Ne? Ja. Und das heißt, diese individuellen Talente war für mich sehr schwierig bekannt zu geben. Dass jemand sehen kann, dass jemand hören kann, dass jemand die Haare besonders wichtig sind oder geometrische Kompetenzen hatte in seinem Skelett zum Beispiel oder eine organische, ein erweitertes Bauchempfinden oder ein Herzempfinden, dass Intelligenz was anderes ist, als ich gelernt hatte. Und dann habe ich immer Vorträge für die Leute organisiert, aber das war mir zu viel. Und deswegen habe ich gesehen, habe ich geguckt, wie man all diese neue Wissenschaften bekannt machen kann und da kam eben die Möglichkeit vom Fernsehen. Das heißt, die Möglichkeit von dem Fernsehen, was jetzt Anastasia da anspricht, also ich gebe jetzt bitte an
an die Frage nochmal im Chatfenster, sondern ist, oder meinst du, dass du in deinem eigenen GTV das jetzt tust? Nee, das habe ich, also ich bin auf dem Weg, ich habe da begonnen, Möglichkeiten gesehen. Und dann plötzlich eines Tages habe ich die Möglichkeit gesehen, diese große Antenne. Für mich war Fernsehen immer, irgendjemand guckt zu. Ja. Und ich habe die Antenne gesehen, ich habe die Kameras gesehen und ich war nicht so... Und dann habe ich der Kamera gesagt, öffne dich, und der Antenne, öffne dich. Ich möchte diese Medien nutzen für Intelligenzerweiterung, dass wir die Kamera und die Antennen nur als biologische Erkenntnis betrachten, unseres Bewusstseinserweiterung. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt mich entwickeln in der Wahrnehmung, in der Fernwahrnehmung und der Fernkommunikation und nutze das Fernsehen oder die Technik für meine Entwicklung und für meine Wünsche, was ich dann getan habe. Ja, Cheech, das ist, darf ich jetzt sagen, wenn jetzt ein Zuschauer von den Öffentlich-Rechtlichen zuschaut und das jetzt gehört hat, was du jetzt gerade gesprochen hast, darf ich dir sagen, dass das vielleicht für manche Zuschauer bis zu einem gewissen Grade nachzuvollziehen ist, aber sie dennoch sehr theoretisch draußen jetzt verweilen mit der Frage, wie geht das? Okay, dann mache ich einen anderen. Ja. Ja, nee, ich wollte jetzt gerade das aufschließen, um es einfach in die Erklärungsrunde auch zu geben, wenn ich das so sagen darf. Cheat, dir kommt es bei deinem TV sehr darauf an, dass du Werte, Inhalte nach draußen vermittelst und im Kontakt des Publikums stehst, aktiv, sodass ein Miteinander, ein Hin und eine Reaktion her, ein Wachstum an einer positiven Kreation stattfindet. Jetzt habe ich es auch so kompliziert gesagt. Schau mal, ob der Titus verstanden hat. Ich habe jetzt einen Impuls bekommen, es jetzt deutlich zu sagen. Wir waren vor 10 Jahren oder so abhängig von das, was die Medien gesagt haben. Genau. Die Entwicklung jetzt ist es, gibt es mehr Medien. Und ich sage, durch die Arbeit von GTV lernen wir, in die Wahrnehmung zu gehen. Denn die einzige, weil man hat sich, es geht um Freiheit, egal was die Medien sagen, im Moment, sogar in ARD, wenn USA sagt, Mensch, jetzt eine Woche Terror kann sein. Ne? Sogar die ZDF-Korrespondenz sagt, könnte sein, dass das eine Strategie ist, ne? Um abzulenken von der NSA-Geschichte. Und ich sage jetzt, das neue Fernsehen, wie ich das mache, ist die Freiheit und die Entwicklung der Selbstwahrnehmung. Denn wenn man kann mir erzählen und zeigen, was man möchte. Ich habe eine eigene Wahrnehmung und eine eigene Intelligenz. Ich koppele mich ab und schaue Nachrichten, aber überprüfe alles, was gesagt und getan wird, mit meiner inneren Wahrnehmung. Und das ist die einzige Intelligenz im Medienbereich, die mich interessiert. In diesem Sinne entwickeln wir Fernwahrnehmung und Fernfühlung, damit jeder nicht mehr abhängig wird von dieser Diktatur der Informationen. Und das ist große Freiheit. Das wollen alle. Okay. Darf ich dich fragen, du sprichst, wenn du in die innere Wahrnehmung gehst, ich übersetze das mit meinen Worten, in das innere Gefühl, in das in sich hinein sehen, fühlen, erleben.
In welche Welt komme ich denn dahin, wenn ich in mich hineinfühle? Ich frage das nicht wegen mir, ich weiß, wo ich hinkomme, in welche Welt. Mhm. Aber ich frage das jetzt mal zum Beispiel für die Annegret, die in der Gärtnerei arbeitet, oder für die Heidi, die am Schreibtisch sitzt, oder für den Roland, der den Gabelstapler fährt. Das heißt, wo komme ich hin, wenn ich in mich hineingehe? Was sagst du dazu? Wo kommst du hin? Ja, ich würde der Annegret, der Fritz und der Max sagen, lasst euch nicht für blöd verkaufen. Wenn ihr was hört, wenn ihr was liest, fühlt einfach ein bisschen, ob das stimmt. Wenn jemand schlecht über eure Frau oder über euer Freund spricht, lernt mal zu fühlen, ob das stimmt. Ihr wisst schon, ob das stimmt oder nicht. Diese Wahrnehmung ist nie gelöscht worden. Vertraut nicht die gestaute Emotionen, sondern egal, was der Nachbar sagt, egal, was die Freunde sagen, fühle du, was die Sache ist. Erlaube dir, in die Wahrnehmung zu gehen. Und die können das schon. Cheat, das, was du gerade sagst, ist ja auf der einen Seite wortwörtlich, wenn ich jetzt nochmal vorlesen darf, die Begrüßung, die wir dir gegeben hat. Cheat verkörpert es unter anderem Ermutigung. Sein Leben verkörpert die tiefe Aufforderung an jeden von uns: Lebe das, was du von innen her weißt. Traue dich, das ist das, was du gerade gesagt hast, geh in dich und schau nach, was los ist. Lebe dein faszinierendes, wunderreiches Leben. Entdecke es. Du alleine hast deinen Schlüssel in der Hand. Vielleicht magst du es, dass ich Cheat es für dich sanft durch Cheat TV öffne. Du siehst, wir haben es ganz gut charakterisiert. Mhm. Ja, ich habe das auch ein bisschen so verstanden, dass du die Menschen ermunterst, dass sie selbst denken, dass sie hinterfragen, dass sie nicht all das glauben, was in den normalen, in Anführungsstrichen, Medien gesendet wird, sondern du hast es eben charakterisiert, in das Hineinfühlen, aber sicherlich auch, glaube ich, das kritische Hinterfragen ist doch auch etwas, was dir am Herzen liegt, sich das richtig sieht. Naja, ich sehe, es gibt die Natur und die Natur, jeder Baum weiß alles. Jeder Baum in Deutschland weiß alles, was in Australien geschieht. Es gibt die Biologie und die Physik. Für mich, wenn wir von menschlicher Intelligenz sprechen, rede ich nur von der Wahrnehmung. Wer sagt, ich nehme nicht wahr, der lügt, weil die Biologie erlaubt nicht Wahrnehmung. Es ist Biologie und Physik. Das heißt, Intelligenz ist Intuition und Wahrnehmung. Wer das nicht entwickelt, auch wenn es ein Universitätsprofessor ist, ist nicht intelligent. Punkt. Genau. Ja. Deswegen, und deswegen sollten wir wirklich das laut sagen: Wer auf sich nicht hören kann, ist keine besondere Fähigkeit. Die Natur kennt das nicht anders. Jeder Fisch, jeder Wal, jeder Wassertropfen weiß, was die Wolken tun. Nur wir glauben es nicht zu wissen. Also die Entwicklung, die sehr, sehr schnelle Entwicklung von neuen Intuitionsuniversitäten, die Grundlage die einzige Grundlage der Wissenschaft sind, ist das Einzige, was Intelligenz ausmacht. Alles andere ist Nachmachen, nachentwickeln und oder Missbrauch. Und glücklich macht der Mensch, wenn er auf sich hört und sich entwickelt. Cheat, ich muss dich jetzt mal was fragen, dass wir auch ein bisschen dich noch etwas kennenlernen von einer vielleicht Seite, die persönlich ist. Cheat, was isst du gerne? Was ich gerne esse? Ja,
kochst du? Wir wollten jetzt einfach mal ein bisschen in die lockere Seite. Auch deine Person erfassen. Und deine Persönlichkeit so ein bisschen in dieser etwas leichteren Art erfassen. Wenn ich koche, was ich gerne mache, ist sofort 3 bis 6 Platten anzumachen. Ah ja. Und was tust du da? Ja, erklär uns das. Das ist eine tolle Philosophie. Ich könnte sagen, was ich jetzt machen würde. Ja? Ja, was würdest du kochen? Erzähl mal. Also. Auf sechs Platten. Also was ich gestern zum Beispiel auch gemacht habe, dann habe ich in eine Pfanne einfach Zwiebeln reingemacht. Mhm. Ganz viele Zwiebeln. Mhm. Und ein bisschen Salz. Mhm. Niemand weiß, wie gut das schmeckt. Doch, ich, weil ich es gerne esse. Okay, dann habe ich Bohnen genommen, nämlich Bohnen. Ich habe schon eine Mixtur mit Knoblauch und Olivenöl und Petersilie schon vorbereitet, alles zusammen. Mache ich in der Pfanne und mache Bohnen. In eine mache ich Pilze, Austernpilze oder und lasse die einfach auch in diesem in dieser Pfanne auch garen. In einen anderen Topf fange ich schon an, Nudeln zu kochen oder Reis. So, nach 15 Minuten ist ein 6, 7, 8 gängiges Menü fertig. Klingt fantastisch. Klingt sehr also, gut. Also die Bohnen, darf ich noch nachfragen, garst du die roh oder sind die vorgegart? Eben, das Ding, viele wissen nicht, ich habe auch bei mir telefoniert, die Bohnen, die mache ich zuerst in der Pfanne, nur mit Öl und Knoblauch und Salz. Und dann tue ich ein bisschen Flüssigkeit rein. Ja. Ganz langsam. Okay. Die entwickeln den ganzen Geschmack. Unglaublich. Mhm. Ja. Gut. Das glaube ich gerne. Das hört sich sehr, sehr verlockt an. Mhm. Das heißt, was für mich, wenn ich kann das oft nicht immer. Ich esse oft vor 16 Uhr nur ein paar Espresso, trinke ich. Aber wenn ich dann gehe, liebe ich 6, 8, 10 Sachen, unterschiedliche Sachen auf den Tisch zu haben, damit mein Körper entscheiden kann, was er braucht. Ja, faszinierend. Also dann bist du wahrscheinlich auch auf den Gemüsemärkten zu Hause, gell? Wirst wahrscheinlich auch öfters dann dort einkaufen gehen oder wie machst du das? Hast du da Kriterien, wie du deine Lebensmittel, ich sag gerne mal bewusst Lebensmittel, wie du das auswählst? Ich kaufe in normale Läden und guck, was lebendig ist. Ich kann unterscheiden unechte Tomaten von echten Tomaten, unechte Paprika von echten Paprika. Manchmal muss ich zum Beispiel bestimmte Krautsorten, ich mache gerne Suppen, bestimmte Gemüsesorten sind genetisch intakt und andere sind schon pervers. Ja. Das fühle ich einfach. Ja, ne? Ja. Ja, Jeet, gibt es etwas, was du weniger magst? Jetzt haben wir mal darüber gesprochen, was du magst oder was du auch gerne kochst. Gibt es etwas, was du weniger magst, sag es jetzt in Bezug auf Menschen oder auch in Bezug auf Ernährung, kannst du das uns ein bisschen erläutern? Ja, wo ich ein Problem habe, wenn, besonders in Deutschland, wenn einer sagt, ich koche etwas, weil die Leute machen irgendwelche Gewürze, die nicht dazu passen. Ja, verstehe. Wenn sie zum Beispiel diese ganzen Biomärkte, viele Sachen schmecken nicht. Ne? Für mich ist der Genuss, der Körper weiß schon, ne? Dass man nicht intellektuell Bio macht oder das, was gesund ist. Ich denke, dass das, was gesund ist, ist das, was gut schmeckt, was der Körper verlangt. Gut, da hast du also auch deine ganz eigene intuitive Art, da heranzugehen. Ne? Absolut. Darf ich dich noch fragen, was wünschst du dir? Was wünschst du dir für die Zukunft? Was ist dein persönlicher Wunsch?
Ja, mein Wunsch, ich bin oft ungeduldig und möchte einfach auch mehr, ne? Dass sich das noch mehr entspannt. Okay, das heißt, du möchtest, wenn ich das richtig verstanden habe, du möchtest ein wenig mehr Geduld kultivieren. Ist das richtig? Ja, einfach die Zeit, die Sachen entwickeln lassen, wie sie sich entwickeln sollen. Und nicht zu schnell voraus wollen. Okay. Jeet, soweit ich das jetzt hier feststellen kann, möchte die Julia. Nee, ich muss jetzt erst noch mal fragen an die Regie, Jeet, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten oder wie viel können wir überziehen? Ist da jemand, der Nein, notwendig ist? ist keine Folgesendung. Okay. Ich Okay. denke, ich mache jetzt, ja. Ich wollte noch eine Frage dir stellen, Jeet. Wann hast du denn oder wann hast du dich das erste Mal verliebt? Das ist jetzt die Frage des Abends. Also könnte sein, es kommt Jetzt vorsichtig. auf die Intensität an. Wann war die erste wichtige Liebe für dich wichtig? Ungefähr. Na eben, in der Schulzeit hatte ich eben, es kommt auf die Intensität an, hatte ich einfach so eine Begegnung, was mich einfach auch berührt hat. Da war ich in der, glaube, Gymnasium oder Schul- oder Lehrerausbildung, ja, oder Lehrer. Magistrale. Kannst du dich daran erinnern, als du das Gefühl hattest, dass du verliebt bist oder warst oder bist, ja, ich nehme mal bist, ja, ob das für dich eine bewusste Reise in dein Leben, in dein eigenes Gefühl war? Dieses Verliebtsein. Ja, ob es eine Reise in dich, eine bewusste Reise in dein Leben, in dein eigenes Gefühl war, als du ich glaube, du hast jetzt gesagt, er war wann war es? Bitte was? Wann war er verliebt? So Nein, richtig da. das erste Mal, wo es ihm bewusst Universität hat er war. gesagt. Nein, die Julia meint, ja, wenn wir verliebt sind, dreht sich da die Welt um dich, Nee, das ist oder? die zweite Frage, sorry. Ich will die erste Frage wissen. Das ist die erste Frage. Die bewusste Reise in dein Leben, in dein eigenes Gefühl. Wie hast du das erlebt, als du das erste Mal verliebt warst? Ich war sehr Auf die zurückhaltend. Zuschauer. Zurückhaltend. Echt? Ja. Zurückhaltend? Sehr, ja. Hast du dich da nicht mehr wahrgenommen, mehr gespürt? Ist mir nicht bewusst. Okay, vielleicht wird die nächste Frage für dich bewusster. Cheat, was denkst du, wenn wir allgemein verliebt sind, wenn wir diesen Zustand haben des Verliebtseins, Achtung, jetzt kommt's, dreht sich da die Welt um dich in dem Moment? Oder können wir, oder als du, der verliebt ist, ja, also in diesem Zustand ist, die Welt drehen, also aktiv die Welt drehen? Was meinst du? Was meinst du, Carsten? Schwer, ne? Ja, ich glaube, dass der Jeet jetzt auch erstmal in sich hineinspüren muss und sich diese Situation vorstellen muss.
um herauszufinden oder auch zu erfüllen und zu verstehen, was du damit gemeint hast. Anastasia schreibt, Carsten, kannst du mir mal winken? Ja, das kann ich schon tun. Ich grüße dich, hallo. Es gilt für dich vielleicht auch, Anastasia, diese Frage. Es gilt für jeden, der zuschaut, diese interessante Frage. Können wir, wenn wir verliebt sind, was können wir mit der Welt tun? Können wir überhaupt was mit der Welt tun? Das war meine Frage. Also, Carsten, was meinst du? Ich glaube, der Jeet hat jetzt etwas, was er dazu sagen möchte. Ich denke, es geht um dieses Gefühl des Verliebtseins. Das heißt also, trägt dich das Gefühl? Was macht es mit dir? Hat es etwas ganz Besonderes in deinem Leben bewirkt? Oder ja, etwas, was du uns mitteilen möchtest? Aber wenn das für dich jetzt, sagen wir mal, nicht so aktuell ist, dann können wir das auch gerne überspringen. Nee, das ist wunderbar. Das ist, die Welt dreht sich dann nicht um mich, sondern nehme ich dann wahr, wie die Welt sich dreht oder auch nicht. Dieser Zustand macht mich wirklich unendlich und öffnet mich und entspannt mich und bringt mich zur Erde und in den Himmel. Also da lasse ich alles los dann. Halte ich nichts mehr fest. Tja, Jeet. Wir hätten da noch so eine Frage, ich weiß nicht, ob ich die anschließen darf. Hat das Verliebtsein in Liebe stehend, also empfindend, vielleicht dieses Sein, kann es sein, dass es deinen Beruf in die Berufung gehoben hat, aus diesem Gefühl heraus? Hat das was damit zu tun? Nochmal die Frage. Ob das Verliebtsein, also dieses Gefühl in der Liebe zu stehen, also das Empfinden, ob dich das in deine Berufung gehoben hat, ob das was mit deiner Berufung gemacht hat. Das heißt, dass es das, sagen wir mal, in dir hervorgebracht hat. Kann ja, das sein? Jetzt kriege ich Zusammenhänge. Das heißt, dieses Bewundern oder dieses, was ich gesagt habe, was für mich als Kind wichtig war. Eigentlich ja. Es ist auch ein Verliebtsein. Also ich, wenn ich einfach auch hier und da gehe oder in unterwegs oder in die Stadt oder hier Freunde kommen, habe ich oft das Gefühl, ständig verliebt zu sein, im Sinne, dass ich einfach ein bisschen tiefer schaue und durch das tiefer Schauen sehe ich plötzlich das Wesen der anderen und da verliebe ich mich immer, irgendwie immer. Und das in diesem Sinne, so wie du gesagt hast, ja, es hat einen Zusammenhang. Und die Liebe trägt dich dann in die Bewusstseine, die dich noch sensitiver fühlen lassen und spüren lassen. Ein Erlebnis in verschiedenen Formen. Richtig. Schön. Was ich jetzt über mich erfahre. Sabine, guckst du? Du hast kurz. Ja. So, müssen wir schon Schluss machen? Nein. Warte mal ganz kurz. Okay. Warte mal ganz kurz. Kurz da. Ja, die lieben Zuschauer von zu Hause, ihr merkt also, dass das live ist. Der Gerd schreibt schon, wir warten gerne. das einfach von... Ja, okay. Ist halt live. Bin wieder da. Okay. Ja, wir hätten noch eine Frage. Du hast zwar schon Teile davon beantwortet, aber ich würde sie doch ganz gerne nochmal an dich stellen, Jeet. Welches Gefühl war für dich der Schlüssel
dass du in den Eigenversuch gegangen bist. Also in den Eigen? Dein Beruf da, in den Eigenversuch. Eigenversuch. Was ist das? Das ist, dass du für dich herausfindest, wie etwas auf dich wirkt oder wie etwas ist oder wie du etwas tust, ein Versuch, ein Experiment, Eigenexperiment. Stell vielleicht nochmal die Frage. Ja, dass du auch quasi deinen Beruf oder deine Berufung dann ja auch international angeboten hast. Ja, also du, welches Gefühl dich dazu gebracht hat, oder was für dich den Schlüssel dargestellt hast. Dass du Seminare gibst in verschiedenen Ländern zum Beispiel. Ja, dass du das tust, ja, was du halt eben international anbietest. Ja, das ist für mich, es ist das immer, ist dieses Wundern, ist dieses Luxusgefühl, weil zum Beispiel in Spanien, ich habe da die Seminare immer, waren halb Spanier, halb Deutsche, das war so viel, in Teneriffa viel, ne? So viele andere Energien, so eine Ergänzung. Es ist so eine unglaubliche Liebeserfahrung, so eine tiefe, berührende Liebe, was die Spanier haben. Und das, oder in Frankreich, ich schäme mich manchmal, wenn ich nach Frankreich, weil die sind sowas von fein, die haben so viel Respekt füreinander. Es ist so eine reiche Welt, was wir nie aus den Medien oder aus der Presse oder von irgendwo auch mitkriegen. Und dadurch, dass ich in, ich wollte schon wissen, weil ich habe über Identität auch ein Buch geschrieben, das Problem der Identität, wenn man woanders geht. Ne, wie geht denn das? Soll ich auf meine Identität verzichten? Wie integriere ich die anderen? Und da konnte ich entdecken, wie wenig Europa wir Europa haben, man hat Europa des Geldes, aber Europa hat es noch nicht angefangen, weil das, was ich über die Franzosen oder Spanier oder Belgier oder Slowenen, in Slowenien war für mich, was ich da gelernt habe, wie die Leute sind, in Polen, ich habe ein Seminar in Polen gegeben. Ich war so berührt, die Leute gucken in meine, alle gucken sich in die Augen, wenn man in die Stadt geht. Die sehen dich. Ich war abends mit, auch ich bin ausgegangen, dieses, jeder guckt, das was hier, ich war hier in der Nähe in einer Disco, waren 1000 Leute, ich habe keine Seele gesehen in dieser Disco. Alle 1000 Leute, die drin waren, habe ich die Seele gesucht. Ich war erschrocken. Wo sind die Menschen denn? Ne? Als Beispiel, in Polen, in Poznan, glaube ich, heißt die Stadt, ich war so berührt, dass die Leute, wenn ich unterwegs bin, in die Augen schauen können und Kontakt haben und sprechen. Ja. Und, genau. Und diese, ich verstehe nicht, warum man nicht diese ganzen Sachen erfährt und eben, und deswegen auf Seminarebene diese Auslandtätigkeiten war für mich ein Land nach dem anderen, dessen Liebe erobern und mir natürlich dessen Fähigkeiten gehören dann auch mir. Wenn ich die Feinheit Frankreich erlebe, dann bekomme ich auch dieses Reichtum. Egoistische Gründe, wenn ich das so nennen darf. Aber ich habe in mir dann all diese Qualitäten. Und eben dieses Luxus ist mein Luxus, der zwar sich erweitert, aber mich auf jeden Fall mich glücklich macht. Was danach kommt, weiß ich nicht. Der Luxus, den du ansprichst, ist also nicht Gold, Platin, goldene Wasserhähne, sondern der Luxus ist einfach das Leben erfahren in allen Möglichkeiten der positiven Kraft des Miteinanders und des Teilens und du sagst immer Lernen voneinander. Das ist, glaube ich, der Luxus, den du meinst, dass du dir das ermöglichen kannst, das, was du wissen möchtest, dass du das auch in deinem Leben bekommst. Na, Luxus ist einfach, ich kenne jetzt den Kaiser
von was weiß ich, von China sein. Ich brauche Essen, wird er nicht besser als ich essen. Schlafen, wird er nicht besser schlafen. Er könnte Milliarden von Milliarden haben, aber das ist nichts. Was macht er damit? Ne? Das heißt, ein richtiger, ich sage, ich unterscheide einfach, wer richtig reich ist, ist mit, umgibt sich mit Göttern in der Kunst, in der Wissenschaft, der kauft sie nicht. Die kommen einfach. Ich ziehe jeden Tag Götter an, ohne sie zu kaufen. Viele müssen sogar was geben, damit. Und ist das, das heißt, es gibt keinen König, der freiwillig so viele Götter zusammenbringt, wie es mir jetzt im Moment geht. Die letzten Tage war auch, ich kann jetzt sagen, welche Götter hier sind, sind Andrea und Sabine, und die der letzten Tage getroffen haben. Das heißt, wenn ich 10 Milliarden habe, der Luxus ist was anderes. Ist, ich brauche nur zu essen und schlafen und Transport. Okay, aber ich sage jetzt mal, wenn du diese Möglichkeiten hättest, so schätze ich dich ein, 10 Milliarden Euro hättest, würdest du schon etwas für die Umwelt machen, für die Tiere, für das Ökosystem, für Forschung, für einfach für ein Leben miteinander. Ja. Ausbildung und Entwicklung der Kinder, ne? Das finde ich schon wichtig. Und ich glaube auch, wenn uns sehr reiche Leute jetzt mit zuschauen, sollten Sie sich überlegen, ich habe eine Erfahrung in meinem Leben, auch so klein ich bin und so jung ich bin, egal, lassen wir mal. Meine Erfahrung ist die, wenn ich gebe, hat das Substanz. Das hat, ich bekomme was, wenn ich etwas gebe, kommt ein Strom in mich, das ich gegeben habe. Ein Dankbarkeitsstrom, ein Wissensstrom, es ist Leben, es ist, ja, probiert es einfach aus. Ne? Probiert es mal aus, wie ihr hier eine Million habt oder mehr, dass ihr einfach mal ein bisschen spendet in eine Situation, ob es jetzt für Tiere ist, ob es für Kinder ist, ob es für Meditationszentren ist, ob es für, egal, ja? Aber es ist einfach eine Bereicherung, etwas zu geben, dass man sieht, es wächst etwas, es arbeitet, es entwickelt etwas sich. Es von Herzen. Natürlich. Das also vorausgesetzt auch, dass es was Positives, ja, natürlich, und Schönes ist. Also wenn du jetzt investierst in Waffen, weiß ich nicht unbedingt, ob das toll ist, wenn man mit Waffen jemanden das Leben verhindert. Das kann es nicht sein. Genau. Sondern das Wachstum, meinte ich. Ne? Das habe ich schon richtig verstanden. Das haben unsere Zuschauer auf der Regie bestimmt wirklich verstanden. Ja, gut. Ja. Madame, du hast noch ein kleines Geschenk für die Jeet. Es ist ein Live-Geschenk. Liebe Zuschauer, ich weiß auch nicht, ob es mir gelingt. Und ich möchte einfach etwas ausprobieren. Dazu müsstest du den Stuhl etwas nach links schieben. Aber gerne doch. Weil etwas mehr Platz brauche. Du brauchst brauche. Da jetzt ein wenig mehr Platz. Ich darf das sagen. Ich habe. Also ich rücke jetzt mal ein wenig aus dem Bild, um der Julia etwas Platz zu geben. Genau. Vielleicht etwas noch mehr. Noch etwas, weil ich muss da wirklich rüberpassen. Okay, also bitte. Sonst haben wir keinen Platz. Dann freut euch. Weiß ich nicht, ihr müsst es dann bitte bewerten oder auch nicht. Ich versuche es jetzt einfach. Ja, es entstand, wie soll ich sagen, hoffentlich ist sie gestimmt. Hört ihr das? Das hätte schon ein bisschen besser stimmen können. Hört ihr mich? Ich möchte nur ein Ja wissen. Ja. Okay. Geh in deinen Seelen, geh in deine Zeit, geh in deine Seelen, geh in deine Zeit. Du lebst in dir.
wenn du dich aufmachst. Geh in deine Seele, in deine Zeit, in deine Zeit. Tja, ich hab's versucht. Ja, wunderschön. Das war jetzt für dich, Jeet, das hat Julia für dich live komponiert. Und ja, meine alte Gitarre hat jetzt, ist noch zu neuen Ehren gekommen. Und jetzt das kleine Ständchen halt gebracht. Ich hoffe, dass du es magst, dass es dir gefallen hat. Es ist, bevor sie angefangen hat, ist es schon gekommen, das Gefühl, Sachen, die authentisch sind, habe ich erfahren, dass sie einfach, die Seele sendet sie immer vorher. Also ich war schon erfüllt, schon bevor du angefangen, also ich habe schon das gefühlt, bevor du angefangen hast. Und ja, es ist, ja, ihr habt eben einen immensen Raum der Wertschätzung geöffnet. Und es ist wirklich unglaublich, was ich jetzt fühle, was sich jetzt dadurch geöffnet hat. Ist unglaublich. Was ja. Hat sich geöffnet, was hat sich gefühlt, Jeet? Oder auch vielleicht von ihr da draußen. Ich guck mal in den Chat. Muss auch mal schauen, was da los ist. Runterscrollen. Ah, okay. Also ihr geht gut mit, sehe ich schon. Ja, das sind, die sind nicht so ernst, die jetzt da sind. Okay. Ja, wir haben das schon gemerkt. Okay, nee, das ist in Ordnung. Ja. Ja, lieber Jeet. Also, was war die Frage? Was sich geöffnet hat? Ja, genau. Ja, es ist wirklich... wie soll ich das sagen? Es ist was Großartiges entstanden. Ich sehe das jetzt einfach auch, Julia, deine Magie, dass sie ein Bruch geschaffen hat in der Schale, in diese Schale, die über Medien oft diese Glocke einfach auch liegt. Und da sah es, diese wertschätzende Interview sind der Hammer. Ja, es ist aber, Entschuldigung, Jeet, nicht wertschätzend einfach so in den Wind gesprochen, sondern man muss wirklich auch, deshalb haben wir zwei, Carsten und ich, auch darüber diskutiert, wenn wir Jeet interviewen, hat es einen Grund. Und dieser Grund ist, Jeet, also da muss ich jetzt ganz vehement sagen, man mag es mir vielleicht nachsehen, dass jetzt die Emotionalität in mir hochkommt, aber es ist so, ich denke, Jeet TV, wenn ich ihn durchklicke, ich als Julia, ich bin jetzt einfach ein ganz normaler Mensch, dann gefallen mir Dinge und manche Dinge gefallen mir überhaupt nicht. Ja, das ist einfach so, wo ich sage, nein, das kann ich nicht, da will ich nicht mitgehen, das ist so. Aber was ich empfinde, deshalb, das konnte ich nirgendwo über dich im Moment lesen, ich konnte es nicht sehen und nicht hören, aber ich wusste, und Carsten wusste das auch, dass das einfach existiert und das musste ausgesprochen werden mit dieser Sendung. Deine Großartigkeit, dein Wissen, deine Bemühung ständig zu teilen, jetzt wie es im Interview rauskommt, Carsten, wir haben das ja gar nicht gewusst, ja, dass er einfach ein Forschungszentrum eingerichtet hat von seinen Geldern und probiert hat im Zuge der Meditation. Das ist ja sehr brillant. Und das wollten wir beide herauskehren, dass GTV eine Säule ist. Ja, jetzt fangen wir an, wie heißt der Mathematiker? Pythagoras. Pythagoras. Alle das war jetzt nicht unbedingt nur ein reiner Mathematiker. Ja, aber das sind die Ursprünge, wie Jeet auch schon sagte, Rucker. Ich habe es mir nämlich auch notiert, nicht jetzt in diesem Gespräch, sondern dass dein Jeet
GTV. Ich darf also auch unser GTV sagen, weil wir ja auch ab und zu sehen sind, liebe Zuschauer. Wir bemühen uns ja auch manchmal, etwas von uns zu geben. Ist einfach eine neue Medienwelt. Eine Welt, die man mal mit anderen Augen bitte anschaut, unter dem Motto, wie ich es eingangs sagte, es ist live. Und Sie müssen sich vorstellen, oder ihr müsst euch vorstellen, ihr sitzt hinter einer Kamera, die live sendet. Am Anfang, wenn man das allererste Mal tut, hinter einer Kamera zu sprechen, zu sitzen, da geht es ganz schön rum. Ne? Da wird man nervös, da schwitzt man, ist rot, vergisst den Text, ja, was wollte man denn sagen? So, und das ist das, was ich so eine Leistung empfinde, dass dennoch mit der Live-Sendung Werte in dem Miteinander, dass wir ein Wir sind, dass wir voneinander lernen. Habe ich das jetzt zu emotional gesagt? Wie ein Thunderstorm. Wir warten immer auf, dass es regnet, aber es regnet nicht. Nein, du hast deinem Herzen jetzt mal richtig Luft gemacht, ja. Und ich denke, das ist in Ordnung, das finde ich auch. Oder ich pflichte dem bei, ich finde es faszinierend, was du da geschaffen hast, Jeet. Eine ganz neue Medienwelt und vor allen Dingen auch den Menschen damit eine Chance gibst, dass sie sich selbst einbringen und dass sie selber, wie soll ich sagen, ja, auch eben an dem Ganzen lernen und wachsen. Und das finde ich so faszinierend. Ich finde, das muss man einfach fördern und es war uns auch ein tiefes Anliegen, das zu tun. Und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen sehen und dass auch die Begeisterung rüberkommt, die wir dafür haben. Und ich finde es einfach faszinierend, was du da geschaffen hast. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir viele, viele mehr und neue Zuschauer damit generieren und dass es auch viele Leute anklicken. Gewinnen. Ja, natürlich. Gewinnen und teilen, ja. Und möglichst Geschmack finden an dem, was wir wirklich tun. Wir haben, also wenn wir das sagen, Cheat, noch ein paar Überraschungen dann in späteren Folgesendungen. Ja, gut, jetzt. Ja, gut, lieber Cheat. Wollen wir die abschließenden Worte einleiten oder hast du noch was Wichtiges zu sagen, liebe Julia? Ich weiß nicht, da glaube ich, ist im Chat noch, weil wir Live-Fernsehen sind. Nein, ich glaube, das war jetzt nicht ganz wichtig. Nicht so gut, okay. Das wolltest du dann vertagen. Dann bleiben wir nochmal hier, Cheat. Wenn ich etwas zu dir vielleicht noch sagen dürfte, Cheat, ist das erlaubt? Darf ich denn von mir aus als Julia etwas zu dir sagen? Gerne. Du wirkst auch die ganze Zeit. Wirkt die ganze Zeit auf ihn. Ach so. Und jetzt hat die Julia noch eine Botschaft von dir. Gerne. Ich freue mich, ja. Es ist so, wenn ich ab und zu mal es ist einfach ganz einfach. Als Hallo Sabine im Hintergrund, kann das sein? Ja. Hallo, schön, dass du da bist. Das ist grüß wunderbar. Hallo. Vielleicht bleibt die Sabine noch ein bisschen im Bild, weil wir sie vielleicht auch gleich was fragen möchten, wenn sie das möchte. Gerne. Okay, dann setz dich. Möchtest du das? Gerne. Wie das geht? Ja. Schon du. Du hast es ja begonnen jetzt. Ja, also wenn man mich anklickt als Julia Sonne, die ich bin, dann habe ich auch Möglichkeiten, wie Cheat eben es ganz gern betitelt. Ich gehe nach innen, ich nehme eine Wahrnehmung auf, die innere Wahrnehmung. So, ich sage jetzt einfach ganz banal und ganz einfach, aus meiner übergeordneten Dimension, aus meiner Dimension, mit der ich täglich in Kontakt bin und die mich mögen und ich sie mögen. Und so möchte ich vielleicht für Cheat etwas aussprechen dürfen. Also ihr müsst mir ein bisschen Platz lassen, dass ich ein bisschen mich sammeln kann, weil ich in meine innere Situation gehe. Wenn ich über Cheat höre, wenn ich über Cheat
denke. So bist du, Jeet, ein liebevolles, göttliches Wesen, das viel mehr kann als das, was wir sehen und hören. Ich höre aber, wenn ich in mich hineingehe, er möge, das ist jetzt also die indirekte Rede, er möge in seine Zeit, in seine Seele, und jetzt kommt der springende Punkt, in seine Ziele gehen, einwirken, nachdenken und die Power geben, dass es fixiert ist. That's me, that's all. Das war Julia, sondern. Ja, das war jetzt, sagen wir vielleicht, der Abschiedssatz. Ja, vielleicht noch. Ach, du möchtest immer noch weiter. Wenn ich auf dich überleiten kann, als Carsten Steffens, dir fällt vielleicht was ein. Gut kochen, vielleicht die Empfehlung der Magen, dass er innerlich. Ja, ja. Sieht, wir haben noch eine kleine gesundheitliche Empfehlung für dich, weil die Julia ja schon mal ein wenig, wie soll ich sagen, in sich gegangen ist, in ihre Verbindungen. Da kam noch etwas raus, die. Ich gebe es dir einfach mit auf den Weg. Du kannst es ja für dich verwenden, wenn du magst. Es hat geheißen, dass dein lieber Magen etwas unterkühlt ist und dass man ihn vielleicht ein wenig mit wärmenden Dingen stärken könnte und als spezielles Gewürz. Ich weiß nicht, ob du das als Italiener so sehr magst, aber es würde vielleicht ganz hilfreich sein. Und zwar wäre das der Ingwer. Und den Ingwer als Tee genossen, so einfach ein paar Scheibchen in etwas Wasser gekocht, so sagen wir mal 3 bis 5 Scheibchen von einer frischen Ingwerwurzel in etwas Wasser gekocht und als Tee genossen, würde dem vielleicht hilfreich sein. Das so. Hast du jetzt als Pflanzenexperte. Ja, das habe ich jetzt dem Jeet einfach mit auf den Weg geben wollen. So, oder beziehungsweise durch dich über mich auf den Weg gegeben. Ach, du so. Hast gekocht. Ja, okay, Jeet, ich hoffe. Danke, sehr. Also ich habe auf Ingwer geguckt die letzten Tage, ist da. Und ich wollte das eigentlich ein bisschen ersetzen, Knoblauch mit Ingwer ersetzen. Also der Gedanke kam schon, ich habe schon ein bisschen danach gelächzt und ich werde das jetzt tun. Ja. Ja, wenn du dich für indische Küche interessierst, die machen das ja sehr gerne. Die kombinieren Ingwer mit Knoblauch ja sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen mit beschäftigt hast schon, aber das ist dort durchaus ein Bestandteil in verschiedenen Currygerichten oder so. Nimmt man das gerne her. Okay. Dankeschön. Vielen Dank. Ich wünsche euch, liebe Zuschauer, viel Vergnügen. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Wissenswertes gegeben. Wir sind, das ist die Frage jetzt an Sabine, wann war der Termin? Vielleicht, wenn Sabine auch in das Interview kommen möchte mit Julia und Carsten, so ja, ist das dann. Das wäre am nächsten Montag, den 12. Ne? Ja. Sabine, ich freue mich darauf. Sehr gerne, freue mich darauf. Und möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses schöne Interview, was auch mir wieder nochmal neue Einblicke. Nee, ganz schön macht ihr das. Wirklich sehr wertschätzend und sehr einfach mit eurer Liebe. Und man merkt, dass es euch wirklich ein Anliegen ist, mehr zu erfahren und auch, dass die Zuschauer und Fernfühlenden einfach einen näheren Einblick bekommen. Es berührt mich sehr. Herzlichen Dank. Und ich freue mich darauf. Ja. Vor allem, ihr habt die Ehre gehabt von einigen Störern, die sonst nicht da sind. Ne? Wenn die da sind, ist irgendetwas Wichtiges. Ne? Das sind Dämonen, die ganz genau spüren, die wollen dabei sein und mitlernen.
Und aber eben, es haben sich wirklich Dimensionen geöffnet. Unglaublich. Waren die heute netter, die Zuschauer? Cheat, waren die heute netter, die Zuschauer? Nein, der Cheat hat es ja schon erläutert jetzt. Achso, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Aber wahrscheinlich bin ich so in meinem Schutz drin. Na. Ist alles gut. Der Cheat hat das ganz faszinierend gelöst und das ist bestimmt toll. Und ja, Cheat, also wir sagen auch nochmal danke dafür, dass wir das Interview führen durften und es hat uns sehr viel Freude gemacht. Ja, und Sabine, wir freuen uns natürlich auch auf dich. Wir werden dich vielleicht nochmal kurz kontakten, um vielleicht so ein bisschen eine Vorabbesprechung zu machen. Ansonsten. Ja, den Text zu schreiben. Ja. Das ist ja immer so, diesen Anmeldetext, das ist ja, man muss ja auch, wenn man so einen Text jetzt schreibt in das Programm und es verteilt, dann muss der ja sehr authentisch auch sein. Und bei Sabine ist ja, sie hat ja so viel, auch wie Cheat, Buntes um sich. Und es dann zu komprimieren, ihre Tätigkeit, ihr Leben, ihre Lebendigkeit, ihre, ich sage Liebe, ihre Freundlichkeit, ihre Weiblichkeit und auch das, was vielleicht ein bisschen hinter dem, ja, ich hätte jetzt fast gesagt... hinter den Kulissen oder was meinst du jetzt? Ich hätte jetzt gesagt, hinter einem Apfelbaum liegt, ja, weil mir jetzt gerade Apfelbaum einfällt, aber ich denke einfach, ja, was eben Sabine ausmacht, was die Frau von... Dr. Cheat Liuzzi ausmacht, genau. Okay, also in diesem Sinne... Ich grüße euch alle und danke für diesen Abend. Danke. Ja, ich schließe mich dem an. Es hat uns sehr viel Freude gemacht und wir hoffen, dass wir nächsten Montag genauso viel oder eben noch mehr Freude haben. Okay? Tiefe Dankbarkeit. Dankeschön. Danke. Alles Gute euch und bis bald. Bis bald. Bis dann, gleich immer.